hier ist Afrotag TV Cybernomads, das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Berliner Statistiken weisen eine ständig steigende Zahl von Radikalisierung unter Migrantinnen, Afrodeutschen und People of Color auf. Afrotag TV Cybernomads wollten wissen, wieso das so ist. So folgten wir einem Afrodeutschen auf seinem Weg durch das neokoloniale Berlin. Seit einigen Tagen diskutiert ganz Deutschland die Frage, ob in Kinderbuchklassikern wie Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf-Romanen oder in Ottfried Preußlers Kleiner Hexe Begriffe wie Neger oder Negerkönig entfernt werden sollten. Wer heute in Deutschland von Negern spricht, ist ein Holzkopf. Aber Sprache ist etwas Lebendiges und auch Kinderbücher sind Literatur. Gerade junge Leser sollten lernen, dass der Gebrauch der Sprache einem steten Wandel unterliegt. Die Alternative hat George Orwell in seinem Roman 1984 beschrieben, in dem die Angestellten des Wahrheitsministeriums permanent die Vergangenheit umschreiben und auf diese Weise auslöschen. Daran glauben offenbar die Lektoren der Verlage Oettinger und Thienemann, die ihre Autoren Astrid Lindgren und Ottfried Preußler umschreiben. In Deutschland heute gibt es Ausländerhass, Rassismus und Neonazis. Das ist eine Schande. Es gibt aber auch feigen, vorauseilenden Gehorsam vor den Tollheiten einer auf die Kunst übergriffigen politischen Korrektheit. Das hat schlechte Tradition. 1818 veröffentlichte ein Mann namens Thomas Bowdler eine Ausgabe von Shakespeares Werken, in der alle Stellen entfernt waren, die man, so Bowdler, nicht mit Anstand im Kreis der Familie vorlesen kann. Die Zeitgenossen Bowdlers reagierten mit so großem Spott auf den Tugendbold, dass sein Name als Verb to bowdlerize noch heute im Englischen jedes Unternehmen beschreibt, einen Text von anstößigen, vulgären oder sonst wie unzüchtigen Stellen zu säubern. Vielleicht sollte man im Deutschen auch zwei neue Verben einführen und in Zukunft davon sprechen, ein Buch zu Oettinger oder zu Thienemann. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek. Oh Mann, sehe ich aus wie ein Drogendealer oder was? Das war Afrotag TV Cybernomads. Wir sendeten heute aus dem Mauerpark in Berlin.